Ja, einen wunderschönen hier aus der Hauptstadt. Es ist Sonntag, 12 Uhr und jawohl, eine neue Folge auf deinem Männermagazin steht an. Ich möchte an der Stelle erstmal sagen, ich bin immer noch absolut geflasht von der Reaktion auf das letzte Video. Das Haartransplantationsdilemma, falls du das Video verpasst hast, ich verlinke es hier nochmal. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, und zwar haben viele drunter geschrieben unter die letzten Videos: Wie sieht's denn jetzt aus, jetzt wo du keinen Man-Bun mehr hast, nimmst du denn nach wie vor noch Finasterid und oder Minoxidil? Und das möchte ich heute einfach mal beantworten. Erstmalig überhaupt möchte ich einfach mal auf mein Instagram-Profil verweisen, was ich hier mal so ein bisschen zeige. Das heißt, wer Interesse hat, mehr so die private Seite von mir zu verfolgen, der ja, wird hier auf jeden Fall fündig. Vielleicht nochmal kurz ein paar Worte, wie ich mich mit meiner neuen Frisur aktuell so fühle. Ich hatte ja immer eine ganze Zeit lang, monatelang längere Haare. Das gipfelte in meinem Versuch einer Man-Bun-Dauerwelle. Die habe ich dann ja abrasiert, um zu diesem Ergebnis zu gelangen. Das Video verlinke ich hier nochmal. Ich fühle mich nach wie vor immer noch sehr, 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 sehr gut damit. Und wenn ich jetzt weiter dazu spreche, dann ist es quasi die Einleitung zur Antwort auf die Frage, ob ich mit Minoxidil und Finasterid weitermache. Und deswegen, ja, darf natürlich eins nicht fehlen in diesem Video, nämlich das Intro. Also dranbleiben, wir sehen uns gleich wieder. Jo, und mir gefällt die Frisur wirklich nach wie vor sehr, sehr gut. Ich möchte, glaube ich, zumindest kann ich das heute sagen, nie wieder zu dem Man-Bun zurückkehren. Ich habe mir mittlerweile auch einmal schon mal selbst die Haare geschnitten, also hier an den Seiten kürzer mit einem Übergang, und hier oben habe ich es dann auch schon wieder gekürzt, weil die Haare wachsen echt schnell. Und ich möchte, und das ist die Basis für meine Entscheidungsfindung, ich möchte, in anderen Worten, ich habe mich dagegen entschieden, zukünftig komplett radikal mit einer Glatze rumzulaufen. Weil ich glaube, ne, da sind wir wieder bei unserem Motto, wir sind, was wir aus uns machen, dass wenn es etwas Haare zu sehen gibt bei mir auf meinem Schädel, dass es gut für mich ist. Also ich fühle mich auch mit der Glatze ganz gut, aber mit etwas Haaren an den Seiten kürzer fühle ich mich viel, viel wohler. Und aufgrund dessen, dass dem so ist, weil ich hatte wirklich überlegt, bleibe ich jetzt bei der kurz rasierten Glatze, also nicht mit dem Nassrasierer, sondern einfach mit ohne Aufsatz, dann sind ja noch wenige Nanomillimeter ja zu sehen, aber es ist mir einfach zu krass. Wenn ich gesagt hätte, okay, ich bleibe bei der Glatze, dann hätte das zur Konsequenz gehabt, dass ich auf Finasterid und Minoxidil gänzlich verzichtet hätte. Da ich aber Gefallen gefunden habe und fest davon überzeugt bin, dass das eine sehr gute Frisur für mich ist, bleibe ich bei meiner Dosierung von Minoxidil und Finasterid. Ich benutze ja Regain für die Frau. Warum für die Frau? Weil der Wirkstoff Minoxidil hier nämlich nur 20 Milligramm pro Milliliter beträgt. Pro Milliliter habe ich ein bisschen verschluckt. Und ich komme gerade aus der Dusche, ich habe es heute noch nicht verwendet. Das heißt, ich mache das mal hier eben live. Ich ziehe es immer noch mit meiner Spritze auf. Ist überhaupt noch was drin? So, jawohl. Ach, konntet ihr gar nicht sehen. Also hier ist jetzt ein Milliliter Minoxidil aufgezogen. Jetzt rein in die Vene. Nein, natürlich nicht. Sondern ich gebe mir das nach wie vor hier hin. Aufdrücken, nicht einreiben. Wobei bei so kürzeren Haaren, glaube ich, ist eine Massage jetzt auch nicht so wild. Als ich noch die Haare lang hatte, bloß nicht massieren. Das schädigt die Haare zu viel. Ja. Und ein Milliliter trage ich ja morgens und abends tatsächlich auf. Und ich vertrage das wirklich sehr, sehr gut. Meine Kopfhaut ist nicht trocken, sie juckt nicht, ich kriege keine Pickel. All das hatte ich ja mal, als ich noch die 5 Milligramm Minoxidil angewandt hatte. Und ich bin froh, dass ich dem Tipp von meinem Dermatologen damals gefolgt bin, dass ich jetzt so mache. So,
Jetzt muss ich mir kurz die Hände waschen, bin gleich wieder da. Genauso wie ich mit Minoxidil weitermache, mache ich auch mit Finasterid weiter. Ich nehme jeden zweiten Tag und nur jeden zweiten Tag eine Tablette, also ein Milligramm. Und ich hoffe nach wie vor, dass dieses Jahr noch das topische Finasterid auf den Markt kommt. Weil wenn man natürlich das topisch benutzt, sind die Nebenwirkungen, die möglichen Nebenwirkungen, noch geringer, als wenn man die Tablette schluckt. Ja, das heißt, ich fahre damit fort. Und natürlich wird, und die Fragen kamen auch öfter, was ist jetzt mit den Nebenwirkungen? Ich hatte ja einmal ganz offen und ehrlich berichtet, in diesem Video, was ich so bei mir verspürt habe. Insbesondere, was wir zwischen den Beinen haben. Und ja, ich denke, ob es daran jetzt liegt, dass ich da einfach nicht mehr so viel drüber nachdenke, aber ich bin der Meinung, es ist wieder alles wie vorher. Also ich beobachte das weiter. Das kann sich ja immer ändern, aber ich möchte es auch gar nicht verharmlosen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wo ich auch über die ganzen negativen Aspekte von Finasterid referiere. Ich habe mir da ganz viele Infos zusammengesucht. Das findet ihr in der Videobeschreibung und es ist nicht so, als würde ich das wegwischen oder wegradieren. Nein, ich möchte auch, dass jeder sich damit auseinandersetzt und wenn er die Entscheidung trifft, Finasterid zu nehmen, dann muss diese halt bewusst geschehen. Ich bin kein Freund davon, einfach Dinge zu machen, ohne sich vorher zu informieren, um dann danach die Entscheidung für sich zu treffen. Ich habe sie für mich getroffen. Es ist wie mit allen Sachen im Leben. Jede Seite hat zwei Medaillen und natürlich gibt es Vorteile durch Finasterid, Haare und mögliche Nachteile. Und das muss man einfach abwägen. Ach ja, was ich auch wissen wollte, wie geht es euch denn so? Schreibt es mir in die Kommentare, es interessiert mich. Ihr wisst es, wenn ihr das beobachtet oder wer von euch schon mal einen Kommentar unter einem meiner Videos dagelassen hat, der weiß, ich antworte immer. Also falls nicht, dann, keine Ahnung, wird der Kommentar bei mir eher nicht angezeigt. Haut in die Tasten, schreibt mir euer Feedback und wenn ihr vielleicht Interesse daran habt, dass ich euch mal mitnehme, wenn ich hier zu Hause mir selber meine Haare schneide, ich habe da so einen Trick ausgedacht, mit so einem Gummistirnband, was dann quasi so mir hilft, dass ich mich nicht verschneide. Wenn ihr das Video sehen wollt, dann schreibt es mir. Lasst es mich wissen, dann mache ich da mal eins zu. Und ich möchte nochmal jeden Einzelnen, der mir hier auf diesem Kanal, auf dem Männermagazin folgt und ein Abo geschenkt hat, mich herzlichst dafür bedanken, weil wir haben zusammen, ja wir als Männermagazin Community, haben die 2000 Abonnenten geknackt. Und das hat mich mega gefreut. Ja. Also, bleibt mir weiterhin gewogen. Das war echt Knorke. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr schon wiedersehen. Ja, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Wenn du noch nicht Abonnent dieses fantastischen Kanals bist, dann kannst du das jetzt nachholen. Bleibt gesund und munter. Also, ich wünsche euch was, denn immer dran denken, wir sind, was wir aus uns machen. Euer Gray.